Da ist unser Mann. Wie ist der Plan? Holen wir ihn uns. Ich starte ein Ablenkungsmanöver. Versuch du, ihn zu befreien. Okay. Sie werden so schnell groß. Ich hol dich hier raus, okay? Kannst du nicht. Die haben alles verkabelt. Dann entkabele ich es. Oh-oh. Was habe ich dir gesagt? Sorry, ist mein erster Tag. Ich brauche hier Hilfe! Bin gleich zurück. Werden die größer? Angreifen! Also noch einmal durchs Feuer! Jetzt musst du noch Witze reißen? Gehört zum Job! Diese Ironie! Die Spinne kommt nicht weg! Hey, du schuldest mir was! Mal sehen, ob wir entkommen. Wo kommen die alle her? Vielleicht kann man die buchen. Wir müssen diesen Ofen ab. Gut, jetzt sollte. Wollt ihr hier etwa alle umbringen? War nicht der Plan. Sorry. Nicht auf. Das machen wir auch nicht. Langsam wird es heiß. Gar nicht gemerkt. Auch der Anzug ist feuerfest. Kein Glück. Viel Gewicht. Wir haben keine Zeit für sowas. Was machen wir? Schlag schneller. Das kriege ich hin. Tombstone muss da raus. Vielleicht können wir den Käfig demolieren. Da, zieh die Stützen raus. Nenn mich verrückt, aber heute zählt zu den besten Tagen meines Lebens. Du musst echt öfter rausgehen. Zum Angriff! Nur noch zwei übrig. Woraus besteht das Ding? Keine Ahnung, aber hier fällt alles zusammen. Mach weiter! Das funktioniert nicht! Durchhalten! Wir müssen die Stützen abreißen! Ihr stürzt gleich alles ein! Ich krieg den Käfig nicht auf. Vielleicht kommen wir durch den Ofen. Nein, da drin ist es zu heiß! Hast du eine bessere Idee? Schwere Entscheidungen! Was hast du vor? Komm schon, Harry! Da! Was jetzt? Los! Gehen wir zurück, hier durch! Immer so stressig? Yoga wirkt Wunder beim Stressabbau. Wollt ihr hier sterben? Bewegung! Nein, 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 nein! Wir haben ihn verloren! Keine Panik! Schnell, hier lang! Harry! Harry! Ich muss weiter! Moment.
Ist uns jemand gefolgt? Ich schau nach. Der Nachteil daran, wenn man sauber bleibt. Das Spiel hält dich in Form. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Ein paar andere hatten weniger Glück. Die hätten mich gar nicht kalt machen können. Und sie wollten das wohl ihrem Boss überlassen. Kennst du ein sicheres Versteck? Ja. Wenn die nochmal kommen, bin ich bereit. Richte deinem Freund meinen Dank aus. Man sieht sich, Spinne. Die haben sich wohl aufgeteilt. Sollten wir auch. Ja. Hey, das war gute Arbeit. Echt jetzt? Und ich war mir sicher, dass ich alles vermassle. Hast du. Aber im bestmöglichen Sinn. Was machst du? Moment! Sorry. Hab immer noch nicht raus, wie das funktioniert. Cooles Design. Was meinst du? Hast du nicht gerade... Hä? Das hab ich wohl. Sieh dir das an. Jetzt sind wir wohl wirklich Spider-Freunde. Ich gehe zurück ins Labor und sehe nach, ob Dr. Connors aufgetaucht ist. Gute Idee. Ich melde mich später. Unglaublich. Ma! Nee, das ist wieder wegen eines Tausendfüßlers. Ich sollte mich bei Pete erkundigen. Hey, Miles. Hey, Mann. Lang nichts gehört. Brauchst du Spider-Hilfe? Danke, wir kommen klar. Wir haben Tombstone gerettet, bevor Kraven ihn in die Finger bekommen hat. Wir? Oh, lange Geschichte. Also, mein Freund Harry, der hat so eine Art Taueranzug. Damit kann er ordentlich austeilen. Bei den Jägern wird er echt helfen können, das steht fest. Warte, ist er... einer von uns? Quasi? Es geht alles so schnell, aber wir reden später. Ich muss los. Bis später. Das sagt er oft. Okay. Mal sehen, was mit Marlos ist. Das wird unglaublich viel bewirken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay. Bis dann. Oh, Miles. Hey, Ma. Komm her und setz dich. Ich wollte einfach nur sehen, wie es dir geht. Alles okay? Okay. Wirklich, alles gut. Okay. Es ist gerade einfach echt viel los. Ich muss mich in der Stadt um so viel kümmern. Ich hab mega Stress wegen dem College-Aufsatz. Pete hat selbst genug zu tun. Und Lee. Lee ist noch da draußen. Macht dir das keine Sorgen? Natürlich macht mir das Sorgen. Aber mir liegt viel an diesen Reformen. Ich muss Dinge loslassen, die mich nicht voranbringen. Und mich darauf konzentrieren, wo ich hin will, nicht wo ich war. Entiende lo que digo. Ja. Aber Lee? Den kann ich nicht loslassen. Angela, ich muss dich zurückrufen. Ausgesperrt? Du hast doch einen Schlüssel. Oh. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich mache ein paar Anrufe. Okay? Mom, soll ich hingehen? Hast du mir nicht gerade gesagt, wie viel du zu tun hast? Ja, aber
Für meine Nachbarn habe ich immer Zeit. Okay, Ma. Dann muss ich. Harlem Cultural Center, 116. und Convent. Es geht um eine Freundin Angela. Sie will als Kuratorin einem zukünftigen Spender eine Privatführung geben. Doch das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Ups, wie peinlich. Angela hat eine Reihe an Stücken für eine neue Musikausstellung zusammengestellt. Aber es fehlen die Mittel. Ohne den Spender muss das Museum vielleicht dicht machen. Ich schau, dass sie reinkommen. Wir wissen ja, wie viel mir am Erhalt des musikalischen Erbes der Gemeinde liegt. Aber wie kann ich einem Museum etwas spenden, dessen Sicherheitssystem nicht funktioniert? Darren, ich verstehe Ihre Besorgnis, aber ich versichere Ihnen, dieses Museum wird... Spider-Man. Oh, Gott sei Dank. Das System hat uns ausgesperrt und reagiert auf keine Eingabe mehr. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Ich muss die Schalttafel finden. Bitte, die Schalltafel. Die Relais sind überlastet. Ich muss zum Reparieren rein. Dann fixen wir mal alles für Angelas Führung. Was sind diese Typen? Der Alarm wird nicht ausgelöst. Der EMP hat das System flachgelegt. Wir sind hier ganz allein. Nur noch das Schloss aufbrechen und wir sind weg. Deswegen ist Angela ausgesperrt. Ich sollte das System zurücksetzen, reingehen und die Typen aufhalten. Das geht noch. Ich reparier's schnell. Ihr schafft. Aber null Reaktion vom System. Ich muss die anderen Relais finden. Hey, Miles. Ich war in allen Feast-Asylen. Keine Spur von Martin Lee. Danke. Warum ließ ich ihn entkommen, wo ich doch... Du weißt schon. Wo du was? Ihn zur Strecke hätte bringen können. Ach ja. Keine Sorge. Ich suche weiter. Zum Lauf. Gut. Aber keine Reaktion. Gibt wohl noch mehr Relais. Saxophon und Trommel sind schon im Laster. Ja. Aber wir haben Zeit. Und noch sehr viel. Hey, was ist das? Schieß drauf! Gut. Aber keine Reaktion. Gibt wohl noch mehr Relais. Saxophon und Trommel sind schon im Laster. Ja, aber wir haben Zeit und auch sehr viel Platz in den Lastern. Ich muss mich an denen unbemerkt vorbeischleichen. Erst mit einer Ablenkung in C-Dur. Was ist denn hier los? Was war das? Ich sollte hier möglichst außer Sicht bleiben. Reiß dich zusammen, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Noch ein Schacht. Wer ist
Meister. Hey, Doug, ich hoffe, das bist du. Miles, alles in Ordnung? Das gab ein kleines Problem, aber ich regel das. Schau dir die Instrumente an, wenn du da bist. Ist gut fürs Studium. Na, ich studiere Musiktechnologie. Computer sind meine Instrumente. Menschen lassen durch Musikinstrumente ihre Seele sprechen. Beim Mixen oder Samplen musst du genau hinhören, um die Seele einzufangen. Ein Computer kann das nicht. Weißt du, wie alt du gerade klingst? Du meinst wohl alt und weise. Ist jetzt stärker. Sieht aus, als gäbe es noch ein Relais, das aktiviert werden muss. Musik! Wie viel Zeit? Ein paar Minuten. Nimm die letzten Sachen und mach dich bereit zum Beladen der Laster. Verstanden. Stolpert hier irgendjemand? Einschalten. Dann muss ich zur Laderampe. Ich muss dafür sorgen, dass die Typen nicht damit davonkommen. Bis zum Atom! Weg hier! Gut gemacht, Spider-Bot. Jetzt bin ich dran. Spider-Man, die Vordertür ist endlich offen. Aber es fehlt ein ganzer Haufen Zeug. Es ist alles hinten auf den Laderampen. Und da wird's auch bleiben. Schnell, nicht sie weg hier! Los, los, los! Der Boss meinte, es wäre ein leichter Job. Und jetzt ist Spider-Man da! Euer Boss soll gefälligst die Finger vor meinem Gürtel lassen! Erwischt! Halt ihn fest. Sei in einer Stunde an Pfeff. Halt ihn nicht. Ich muss die Laster stoppen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gebt auf, Leute! Ihr kommt nicht davon! Wir müssen irgendwas nach ihm werfen! Spiel doch mal hier mit! Drummer.
Es wurden nur Objekte von einem Truck geborgen? So ein Chaos. Bedauere, Angela. Das war's mit dem Deal. Das war's mit unserem wichtigen Spender. Es gibt doch die Spendengala. Wenn wir den zweiten Truck nicht finden, gibt es keine Ausstellung. Und ohne Ausstellung auch keine Gala. Und ohne Gala muss das Museum schließen. Dazu wird es nicht kommen. Versprochen. Hier. Das hat Clyde Stubblefield gehört. Dem ursprünglichen Funky Drummer. Weißt du, wie oft seine Sachen gesampelt werden? Er hatte so großen Einfluss. Eine direkte Linie von Funk zu Hip-Hop. Vielen Dank. Und keine Sorge, ich finde die restlichen Objekte. Danke. Ich sollte mich bei Pete melden.